So, und wieder wiederbelebt worden vom lieben Gott. Er scheint mich ja doch nicht so zu hassen, wie ich dachte. Und hoch geht's. Zumal ich Atheist bin. Auch wieder lustig, Religion. Stimmt, darüber könnte ich mal reden. Ich meine, ist euch mal aufgefallen, dass es nichts Schwachsinnigeres als Religion gibt? Also, nicht, dass ich jetzt irgendwen hier, was weiß ich, angenommen jetzt ein Pfarrer guckt zu, oder ein Papst, oder der Papst, oder sonst wer. Ich möchte ja nicht in den Dreck ziehen, aber wenn die dran glauben, dann lass sie doch. Aber, ich meine, das ist, entschuldige, aber sowas von der Schwachsinn. Allein schon im ersten Kapitel der Bibel gibt es insgesamt fünf Sachen, die sich gegenseitig widersprechen. Ich habe jetzt vergessen, was das ist. Also ich meine, jetzt in der ersten Geschichte. Von der Schöpfung der Welt. Ich meine, da gibt es fünf Fehler. Und alles Mögliche. Und das ist einfach nur unglaublich. Ja, wenn man, ich habe einmal die Bibel gelesen, beziehungsweise halt einen Ausschnitt der Bibel, weil ich es länger nicht ausgehalten habe, bin ich durchgedreht. In Philosophie haben wir also auch relativ viel mit Religion immer zu tun, aber wir sind eigentlich eher dabei, mit unserer Lehrerin die Religion voll durch den Dreck zu ziehen, als dass wir ihr irgendwie beipflichten. Und das ist echt lustig. Vor allem unser alter Philo-Lehrer, der war noch besser da drin. Bei dem war das so, jeder religiöse Mensch ist nicht religiös. Bedeutet, so viel wie, die können doch so religiös sein und an Gott glauben, im Himmel werden die trotzdem nicht kommen, so schwachsinnig wie die sind. Ich meine, überlegt euch mal, Religion, wie viele Kriege hat sie ausgelöst? Genau, viele. Vor allem, als Beispiele solltet ihr alle kennen, Kreuzzüge beispielsweise. Alles durch Religion. Ja, Gott möchte das und du sollst nicht töten, aber zieht mal einen Kreuzzug und haut alles kaputt und tot. Jawohl, komm schon. Nein! Nein, nein, nein! Da wäre ein Checkpoint gewesen! Nein! Scheiße. Manu. Ja gut, aber ist gut, wenn man redet, dann konzentriert man sich besser. Und zwar Religion, wie gesagt, du sollst nicht töten, aber töte möglichst viele Ungläubige. Und dabei heißt es, vor Gott sind alle Menschen gleich und dieser ganze andere Schwachsinn. Naja, auch wenn es Gott geben würde, überleg mal bitte, wie viele Weltuntergänge hat die Religion vorhergesagt, vorhergesehen? Ich meine jetzt nicht nur Christentum und katholisch, sondern einfach alles. Was weiß ich, guckt euch mal beispielsweise die Zeugen Jehovas an. Ich weiß nicht, ob man die wirklich als Religion jetzt bezeichnen soll, aber ich meine, die haben in ihrem komischen Büchlein da, was die haben, haben die insgesamt, ich weiß nicht, na toll, spring doch, haben die insgesamt so 4000 Todestage oder sowas rausgefunden. Und die haben mir gesagt, genau dann geht die Welt unter, haben es ins Buch geschrieben und es nie wieder aufgeklappt, weil es nie eingetreten ist. Sonst würden die ja sagen, ja, wir haben recht gehabt. Ich glaube, der letzte Weltuntergang war gerade, ich glaube, zum Übergang 2011 irgendwann. Ich glaube, am 21. Nee, am 11.11.2011 sollte die Welt untergehen, laut denen wieder. Hat es getan. Ich gucke mich gerade an. Also ich sehe noch relativ lebendig aus. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Und die Welt draußen wirkt auch noch relativ normal, so wie man die erkennen kann. Also ich gehe davon aus, dass es nicht stattgefunden hat. Auch wenn jetzt einer Zeugen Jehova ist. Ist mir Latte. Seid doch, was ihr wollt. Ihr könnt meinetwegen auch an Satan glauben, wenn ihr lustig seid. Wobei ich das schon wieder als logischer erachte als Gott. Vor allem stell ich mal bitte die Hölle im Vergleich zum Himmel vor. Ich meine, sprint bitte. Schließt da sogar extra noch Jonas. Ich meine, guckt euch mal bitte, wie viele Menschen würden in den Himmel kommen? Wie viele sind echt treue Christen, beispielsweise, oder Katholiken, je nachdem? Wie viele wären es würdig, in den Himmel zu kommen? Sehr, sehr wenige. Ich meine, man hat ja die ganzen Kindesmissbrauchs und sonstigen Scheiß. Und ich glaube nicht, dass die dann noch in den Himmel kommen, wenn die, also angenommen jetzt mal einen frönen sozusagen dieser Glaubensrichtung. Uiuiui, zu weit gesprungen. Ich glaube, die von wegen, angenommen jetzt mal, ich glaube jetzt einfach mal alles, was die sagen, die Religion, wenn man kommt hoch ans Himmelstor, wird geprüft und dann wird man einfach runtergeschmissen. Und wegen, ja, du warst ein Pastor und das hast du gemacht, ja, ich habe ein paar kleine Kinder missbraucht. Ja gut, dann, da ist die Tür, bitte geh. Und dann halt unten werden sie freudig aufgenommen. Ich muss mal sagen, dazu gibt es auch noch so eine tolle Geschichte, so eine Studentenarbeit war das, glaube ich. Und dann gab es dann zum Schluss die Frage, ist die Hölle endo- oder exotherm? Also, nimmt sie Energie in sich auf? Oder strahlt sie Energie ab? Und hat einer irgendwie mal ganz kompliziert erwiesen. Die meisten sagten von wegen exotherm, es kommt immer mehr dazu. Demnach ist immer mehr Hitze da. Und dieser ganz andere Scheiß. Beziehungsweise das ist kein Scheiß, das ist naturwissenschaftlich. Und ich muss mich kurz konzentrieren. So. Und so. Jawoll! Aber hier ist noch kein Schalter. Oh gut, aber hier sollte ich rüberkommen. Komm schon. Komm schon. Nein! Oh! Ja! Ja!
Auf den Schock erstmal was fressen würde ich gerne, aber ich bin ich auf easy wieder? Nee, natürlich nicht. Ich bin auf friedlich. Oh Gott. Hanoi. Willst du? Oh Mann, wieso tun die das? Auf die Schnauze! Au! Vollen Ass im Auge. Scheiße. Oh. Trollololol, check behind the leaf. Willst du mich verarschen? Ach, vielen Dank auch. Dort ist eine geheime Kiste und alles. Ich fall hier runter. Grammes, Halleluja. Mann! Wo war ich gerade? Beim über Religion ablistern gehen, no. Also wie gesagt, die Angaben sind meist einfach nur unpräzise. Auch wie gesagt, allein schon von wegen dem, lol. Mädels. Ihr wisst schon, dass ich hier noch irgendwie rauskommen muss. Wo ist nochmal? Mädels? Wo ist denn hier bitte nochmal der Schalter? Willst du mich gerade verarschen hier? Ich glaube, der verarscht mich hier gerade ein bisschen. Ach, nee. Doch. Du verarschst mich, Alter! Hör auf, mich zu verarschen! Da ist er nicht. Da sollte er wahrscheinlich sein. Bei meinem Glück. Da ist er auf jeden Fall nicht. Ich fresse erstmal ein bisschen was. Alter, okay, gut, jetzt reicht's mir. Du hast mich verarscht. Du kriegst das alles wieder. Wo mache ich das denn am besten? Ich mach's am besten mal. Nee, darüber nicht. Ich muss nee, darüber kann ich's auch nicht machen. Ach Mann! Mach ich doch halt hier. Muss ich halt so machen, immer ausbalancieren. Gar nicht so leicht. Aber so fühle ich mich echt verarscht. Denn das können die auch nicht mit mir machen. Ich meine, ich gehe dann extra rüber, um das jetzt zu machen und lassen mich ja nicht mal wieder hoch. Ich habe auch kein Mod installiert oder so, so wie es hieß. Und das finde ich echt doof. Mano. Na komm schon. Bau's ab. Du kannst es. Du kannst es. Jeder kann das machen, während er mit einer Hand paddelt, mit dem anderen Stück Steak da irgendwas kaputt zu schlagen. Das kriegt ja jeder hin. So. Oh. So, danke, jetzt kommen wir auch hier wieder hoch. Aber das ist echt verarsche. So. So, look behind the leaves heißt es. Guck hinter die Blätter. Nein! Aua! Den nächsten hast ins andere Auge. Das tut doch weh. Hep und be check behind the leaves. Aha. You may fail. Don't know. Go get the Übrigens, tut mir nochmal leid, dass ich das hier gemacht habe wegen dem. Ja, ich hau mal kurz einen Block weg. Aber ich habe nicht diesen ganzen Scheißweg gemacht und hier den Checkpoint erreicht. Darum heißt er auch Checkpoint. Um hier nicht mehr rauszukommen. Das fand ich dann doch ein bisschen zu fies. Deswegen habe ich dann jetzt hier, wie gesagt, diese zwei Wollblöcke versetzt, damit dieser Checkpoint auch ein Checkpoint ist. Obwohl der Fall dann in die Richtung wahrscheinlich irgendwo in den endlosen Weiten. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Dort laufen ein paar Creeper rum, das finde ich gar nicht toll. Puh. Mein Fuß! Oh! Bein gebrochen! Oh! Er schlängt jetzt nur irgendwie von so einem Hautfetzen da runter und das ist unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Und das haben wir übrigens auch wieder unsere Musik. Wir lauschen entspannt den Klängen, während unser armer Bob mit schmerzverzerrtem Gesicht sein in der Mitte durchgebrochenes Bein beklagt. Er war ein mutiger Mann, aber seine Knochen waren einfach zu dünn. Als er sprang, 10 Meter in die Tiefe fiel, brachen sie durch, wie man Streichhölzer zerbricht, wenn man wütend ist. Man sah praktisch das eine Ende des Schienbeins hinausgucken und das andere Ende steckte ihm im Hals. Wie auch immer der Trottel es hinbekommen hat, er hat's geschafft. Nun springt er einbeinig. Mann, diese epische Musik ist weg. Nun springt er einbeinig, von Plattform zu Plattform,
Was steht da? Kann ich nicht lesen. Jetzt springt er einsam von Plattform zu Plattform. Mit einem Bein. Und nur einem Auge. Und ohne Blut in der Halsschlagader. Ich hab's geschafft! What? Is that heaven? Why do I need a boat then? Das ist mal die Frage hier. Congrats! Get your boat from here! Use the imaginaries! Let us to go. Oh, dann nehme ich mir gleich mal ein paar mit. Wahrscheinlich werde ich total verkacken wieder alles. Ich überlege schon auch hier oben zu warten erstmal. Einfach zwei Boote zu zerstören, mir draußen ein Bett zu bauen. Aber es klappt ja nicht so gut. Doch. Ach ja. Aussicht. Irgendwelche Kisten hier. Zufällig. Nein, wohl nicht. Imaginary Writer. Es brennt! Oh, fuck. Moment. Das muss ich mal kurz machen. Ich habe keine Lust, in die Luft zu fliegen. Schau ich denn, dass hier die ganze Konstruktion in die Luft fliegt. Ist auch gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier jetzt passieren soll. Ich speichere mal kurz. Und mach nochmal kurz ein Safe Game. So, und zu den heiteren Klängen geselle ich mich hier wieder ein. Wenn ich mal kurz... So. Nun soll man sich beeilen, glaube ich. Ja genau, danke. Schwimm's mal bitte. Komm schon, ich krieg dich noch mit. Da hinten ist die... Oh, scheiße, müssen fallen. So, hier. Dich krieg ich auch noch. Dich krieg ich noch. Aber weiter, ohne Bedenken. Ohne Rücksicht auf Verluste geht's weiter. Dum dim dum dim dum dim dum dim dum dim. Dramatic Pool, irgendwo gegenfahren. Oha, was ist da hinten los? Weiter. Kurz bremsen wieder. Gastrain mitnehmen alle. Oh shit. Ich muss mich langsam echt beeilen. Alles, was ich jetzt hoffen kann, ist, dass ich nicht hier irgendwo dran zerstelle. Na komm schon, gib uns alles her, was du hast hier. Na komm schon. Oh Gott, geschafft. Eigentlich müsste das Ding hier jetzt weggehen, so wie ich das kenne. Ach Gott, da geht's weg. Ja, sag mir das nochmal. Okay. Swing me below. Ich hab's geschafft, ich bin von diesem Scheiß runter. Congrats on making it. You may leave your boat here. Ich hab erstmal nehme ich mir noch das Ding mit. Mein Boot lasse ich auch da. Ich habe noch ein paar andere. Lian oder Fresse. Nicht gut. So, haben wir hier noch irgendwelche Kisten versteckt, zufällig. Nimm die Schnauze aus dem Blatt und guck rein, gefälligst. Was ist das da oben? Was ist das da oben? Nur ein Baumstumpf. Nee, sieht nicht so aus, als hätten die hier noch großartig was versteckt. Light in the blue. Did you all see that? One, two... Oh! Weiß nicht, was haben die hier gemacht? Bzw. was hat er hier gemacht? So. Und wir sammelten das Boot. Moment. Wir sahen zuvor noch ein Haus unterm Wasser. Stiegen ein, machten die Tür wieder zu. Trollololololol, would you put something in here? Also ich persönlich ja schon. Ich würde jetzt hier auch alles kaputt schlagen an sich, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht so fies wart. Beziehungsweise du, wie sage ich immer ihr. Gut. Und dann geht's hier hoch. So. Gut, dann sind wir dann schließlich hier. Und wie sieht's hier aus? Wir haben einen... Achso, da soll ich wahrscheinlich gar nicht hingucken. Erstmal gehen die hier schön rein. Oh ne. Oh ne. Nein! Tot. Ich sehe hier schon wieder irgendwelche bösen Trittstufen. I wouldn't expect it to open. Ja, lass ich dann eben auch erstmal. Springen wir hier erstmal wieder von Stufe zu Stufe. Von Stein zu Stein. Augen. Augen. Zahn um Zahn. Das heißt also, ich muss mir jetzt auch einen Fuß brechen, wenn ich irgendwen finde.
Hops, hops. Hops. Au! Jetzt muss ich ihm schon zwei Füße brechen. Jetzt robb ich hier praktisch noch ein Zahnfleisch durch die Gegend. Und das schmeckt echt nicht schön, Sand. Also esst ihn bloß nicht, Kinder. Auch nicht, wenn ihr drei oder vier seid. Das gibt nur schlechte Erinnerungen nachher. So. Oh. Oh! Wow! Ich sehe da gar Kuchen. Aua! Na gut, gehen wir erstmal rein. Aber ich sehe hier ein Creeper.